Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin unterwegs, habe knapp 4 Stunden Fahrt einfach vor mir, fahre dasselbe heute wieder nach Hause, denn ihr seht es, der Anhänger ist dran, der X ist am Start. Wir holen meinen T2-Bus ab. Warum holen wir meinen T2-Bus ab? Wo war der überhaupt? Was ist da passiert? Ihr wisst von gar nichts, aber ich halt seit ein paar Monaten dicht. Heute ist es soweit, ich präsentiere euch endlich, was wir getrieben haben. Bin super gespannt, deswegen fahre ich direkt weiter. Ich bin angekommen in den heiligen Hallen von EMI. Ihr kennt den Platz. Wir waren hier mit dem Käfer bereits. Ja, was soll ich sagen? Ich zeige euch jetzt erstmal ein bisschen, was genau passiert ist. Also, ja, wir brauchen nicht darüber reden. Hier stehen generell sehr, sehr schicke Wagen. Aber auch mein Bus steht hier. Und was fällt als erstes auf? Yes, Freunde, wir haben hier neue Felgen montiert. Und zwar haben wir hier Fuchsfelgen, Replikas, also keine Originalen. Aber mit Gutachten gibt es so zu kaufen. Schön abgesetzt mit dem Schwarz. Hier sind jetzt 15 Zoll Felgen nach wie vor. Aber warum haben wir neue Felgen? Den Wagen nicht zu EMI gebracht, dass er mir hier neue Felgen aufzieht. Über den ganzen Winter bei ihm stehen dafür, wäre ein bisschen weird. Nein, die Felgen waren notwendig, um den eigentlichen Umbau hier durchzuziehen. Ihr könnt es euch schon denken, warum man neue Felgen braucht und warum man auch zum Beispiel einen neuen Auspuff braucht. Ja, ihr seht es, wir haben jetzt hier einen bisschen dezenteren neuen Endtopf. Das ist ein Vintage Speed. Wir hatten davor so eine Python mit 4-in-1 Anlage, die hing relativ tief. Und ja, wenn der ursprüngliche Auspuff zu tief hängt und die Felgen, die davor drauf waren, zu breit sind, dann kann das eigentlich nur eins heißen. Ja, Freunde, ihr habt es wohl erahnt. Der Bus hat jetzt ein Luftfahrwerk bekommen. Dafür auch die Felgen. Das passt von der Breite besser. Vorne mit der schmalen Achse haben wir jetzt eine 4,5er Felge. Hinten eine 6er Felge, super tight. Und ey, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Schaut es euch an, das Ding steht endlich so da, wie es von Anfang an dastehen sollte. Und da hat mir natürlich wieder ein guter Freund nachgeholfen. Alter, vielen, vielen Dank. Gerne. Wir haben ja schon mal zusammen gequatscht, als es um die Vorderachse ging. Da hast du mir die Achse schon gebaut für Static. Hast damals, ich erinnere mich, hast damals schon gesagt, ey, ich baue sie so, dass man sie theoretisch auch für Luft nehmen könnte. Mir war es eigentlich klar, dass das, das ist so oder so kommen wird. Aber jetzt genau. Muss ich kurz zu meiner Verteidigung sagen, warum haben wir den Karren dann erst komplett Static gebaut, getüfft und sind damit jetzt ein halbes Jahr maximal gefahren und jetzt bauen wir doch auf Luft um? Ist einfach das Thema immer gewesen, ich wollte das Auto legal eingetragen auf der Straße fahren. Und es ist natürlich ein schwieriges Thema schon immer gewesen, bei Käfer damals auch schon, da haben wir es hinbekommen, auch, genau. Durch 0 Bar ein legales Luftfahrwerk einzubauen. Und auch hier beim Bus gab es eigentlich nichts, um das wirklich legal, zumindest in dieser Tiefe hier zu realisieren. Das hat EMI nicht geschmeckt und er hat sich da was überlegt. Und ich würde sagen, wir schauen uns das mal zusammen an. Das Ding steht auf jeden Fall am Boden schon sehr geil. Wie das aber unten drunter aussieht und was EMI da gezaubert hat, das schauen wir uns am besten an. Wir rollen schnell zur Bühne und nehmen ihn hoch und zeigen euch jetzt das neue Werk hier bei meinem T2A Palinabus. Der springt nach oben, ey. Unglaublich. Ja, dann würde ich sagen, wir gucken erstmal vorne, ne? Zeig genau. Uns mal, was du hier vorne hat sich ja hast. Nicht so viel verändert. Also vorbereitet war die Achse schon immer für Luftfahrwerk. Jetzt haben wir halt nur auch einen Gamechanger auf der Vorderachse drin. Ich glaube, haben wir ja beim letzten Mal schon gesagt, also extra die Versteifung, dass der Dämpfer von beiden Seiten gehalten wird, dass nicht die ganze Last nur auf dem 12er Bolzen ist. Dann haben wir etwas anderen Relocator wie beim letzten Mal, dass wir auch einen schönen Hub generieren können, was wir jetzt ja schon mal gesehen haben. Also original wäre eigentlich hier der Dämpfer, ne? Genau, original wäre da der Dämpfer. Versetzt. Und jetzt haben wir den versetzt. Das sind die Dämpfer, die ich im Käfer hinten drin habe, kann das sein? Genau. Das ist quasi 1:1 der Dämpfer von der Hinterachse. 1:1 nicht unbedingt, aber ja. Also unter Game Changer laufen die alle. Jetzt haben wir nur, du hast die Bildstein-Variante im Käfer drin. Und jetzt haben wir, das finde ich im Bus angenehmer, auf der Vorderachse, dass wir noch eine Härteverstellung. Ah, tatsächlich. Entspannt. Reisetauglich quasi. Reisetauglich, genau. Kannst du da noch ein bisschen rumspielen? Also jetzt im Moment, wir können 13-fach Härte verstellen und ich habe mir jetzt mal auf 9 stehen. Also ich sag mal relativ hart, da kannst du dir dann nochmal aussuchen, was du da willst. Also im Endeffekt kommt man auch von außen gut ran, brauchst du nicht auf der Bühne machen. Mussten halt nur natürlich, um diese Tiefe darzustellen, so ein paar kleine Sachen ändern. Leider auch an den Stellen, die vorher eigentlich sehr schön gearbeitet wurden. Also deine
Tabs sind ja ein wenig bearbeitet. Genau, wir hatten, das zeige ich euch mal ganz kurz, wir haben ja die Radhäuser, wo du drauf sitzt quasi, die haben wir schon hochsetzen lassen, damals beim Schweißen. Problem ist, die waren immer noch zu weit drinnen und man sieht hier ganz gut, da war es davor und hier ist jetzt noch mal ein bisschen reingegangen, da wo der Lack noch frisch ist, einfach damit wir auf 0 Bar auch nach wie vor rollen und lenken können, trotz den schmaleren Felgen. Wir hatten davor ja noch 1 Zoll breiter sogar. Genau, 1 Zoll. Jetzt haben wir noch 1 Zoll schmaler, plus diese Bearbeitung hier und das Ding, so wie es gerade eben am Boden lag, so ist der komplett roll- und lenkbar. Ist natürlich für den TÜV auch wichtig gewesen. Genau. Denn, das kann man sagen, das Ding ist getüft. Ist komplett alles getüft. Und das ist krass, wenn man sich jetzt mal hinten anguckt, weil das war immer das Thema. Da, schauen wir jetzt mal. Das war das, was mich davon abgehalten hat, direkt auf Luft zu bauen. Aber Emi hat da eine sexy Lösung gefunden, die auch den Prüfern gefällt. Denn wir haben hier hinten, genau, hier seht ihr den Balk. Der ist direkt an der, wie nennt man das Ding nochmal? Am Schräglenker. Am Schräglenker, aber genau. Schraubbar, nicht wie, ich sag mal, viele wilde Umbauten, wo alles geschweißt ist. Also wir haben alles komplett schraubbar, du kannst das Ganze auch wieder rausnehmen. Das Einzige, also wir haben nochmal eine Strebe, eine Versteifungsstrebe drin, wo sich der Balk abstützen kann. Und der ist von links nach rechts im Rahmen auch nochmal verschraubt. Also man könnte rein theoretisch alles wieder rausnehmen und hätte dann nur diese jetzt hier auch grünen Halter noch drin. Genau. Und auch die Tiefe, die uns beiden, glaube ich, ganz gut gefällt oder den meisten Leuten ganz gut gefällt, bekommt man leider nicht mit dem originalen Rahmen hin. Genau, das ist das heiße Thema. Wir haben einen Rahmen, an dem natürlich die Antriebswelle hier, der Kollege, direkt anstoßen würde. Und man sieht es jetzt kaum, weil es auch schon lackiert wurde. Also wenn man jetzt nicht gerade sich mit T2 unterboden auskennt, fragt man sich, hä, was ist da passiert? Wir zeigen mal vielleicht ganz kurz den alten Rahmen. Der liegt nämlich, glaube ich, hier. Ne, das genau. Ist ein Stück von meinem Bus. Das musste leider, oh Gott, das durfte alles raus. Oh mein Gott. Ja, das war davor im Weg. Ach, der hier auch. Ne, das war der, da hat er aufgesetzt mit genau. Diesem Begrenzergummi, ne? Genau. Ja, und dieses Stück Rahmen hier zum Beispiel, der war so rum war er drin. Genau. Ne? Und jetzt schaut euch mal im Vergleich zu dem hier den neuen Rahmen an. Das Ding hier, dieser Bogen. Der ist neu reingekommen. Somit hat diese Antriebswelle jetzt mehr Platz nach oben und der Balk erfüllt auch einen Zweck, weil davor, da hätten wir vielleicht, ja, ich sag mal, ich hatte vielleicht noch so 1,5 Zentimeter, maximal, wo ich Static gefahren bin. Wir waren ja schon gut tief. Jetzt ja, ist das natürlich eine andere Welt. Im Endeffekt, das Auto, deswegen ist er jetzt ja schon relativ lange bei mir. Wir haben das Auto genommen, erstmal zur generellen Abnahme, weil jetzt auch die Vorderachse, gab es vorher auch noch nie was mit Gutachten, also eine Static-Achse. Jetzt mal gekürzt, verstellbar mit Gutachten, gab es vorher auch noch nie. Ich versuche ja eigentlich alles heutzutage irgendwie mit Gutachten zu machen, weil sonst macht es auch keinen Spaß mehr irgendwie draußen rumzufahren. Das ist so. Und dann, also das war der erste Step, Schwerter, die ja schon vorher drin waren, haben wir jetzt dann auch mal offiziell getüft. Die waren davor, die waren drin, sagen wir mal. Sie waren drin. Jetzt auch dafür gibt es jetzt eine Prüfung. Die Geschwerter, die zeigen wir vielleicht mal ganz kurz, da reden wir von den Kollegen hier, ne? Wir haben im Moment nur noch nicht die Fixierschrauben drin. Ja, okay. Weil wir gerade hier so ein bisschen noch experimentieren an der Höhe. Ja, aber das ist jetzt auf jeden Fall auch eingetragen und die Rahmenänderung auch. Auch, genau, weil ich habe jetzt für alles eine Prüfung machen lassen. Also komplette Rahmenänderung, Fahrprüfung und Festigkeitsprüfung von Rahmen vorher, nachher. Und somit hat das dem TÜV auch ganz gut gefallen. Und mir gefällt es natürlich auch, weil wie du schon sagst, es macht einfach keinen Spaß zu fahren, wenn du immer ein schlechtes Gewissen haben musst. Und gerade wenn ein Auto so auffällig ist, auch bei alten Autos sagt man, ja, die Polizei winkt dich durch und so. Es ist einfach immer ein scheiß Gefühl, wenn mal was passiert und du hast einen umgeschweißten Rahmen und da willst du einfach schon auf der sicheren Seite sein. Das muss ich auch dazu sagen, ich habe den Bus ja Static immer gesehen und der war, als er bei mir noch in der Halle war, als wir ihn gebaut haben, definitiv tiefer wie TÜV-bar. Ich bin dann am Wörthersee ein bisschen rumgefahren, da haben wir ihn aber extra hochgeschraubt, weil der Prüfer wollte uns die vorhandene Höhe nicht eintragen und als er dann auf legaler TÜV-Höhe war am Wörthersee. Ich sag euch, wie es ist. Ich bin um das Auto gelaufen und da ist so viel Zeit und Liebe reingegangen. Und ich dachte mir, ja, ist schon eine geile Karre, aber ich weiß nicht, ob das mir nur so geht. Aber keine Ahnung, wenn das Ding jetzt 5, 6, 7 Zentimeter tiefer wäre, dann wird das Ding gerade doppelt so geil wirken. Und das hat mir einfach ein bisschen, keine Ahnung, so einen faden Beigeschmack nach der ganzen Arbeit gegeben. Und das habe ich dann Emi erzählt und er meinte, hey du, bring mal die Karre rum. Das Ding ist ordentlich aufgebaut, da haben wir gute Karten und du hattest eh Bock, das zu machen. Genau. Und jetzt kann man es quasi bei jedem Bus machen, nicht nur bei meinem. Richtig.
Also wir haben quasi die Weichen gelegt. Du hast die Weichen gelegt für tiefe Busse. Und legal. Du hast mir dein Auto zur Verfügung gestellt. Ja, super gern, Bruder. Es gab diverse Telefonate bei uns. Ne? Da ja, immer, es war ja ein Prozess, den wir zusammen gehen mussten. Und dann hieß es so, okay, deine Felgen hast du cool ausgewählt, aber die passen nicht. Gut, haben wir coole Alternativen gefunden. Die lagen ja bei dir sogar noch. Das genau. War praktisch. Nächstes Thema war mein cooler Auspuff. Hier liegt er, ich sehe ihn gerade. Das war mein alter Auspuff. Den haben wir damals schon umschweißen lassen, dass der Endtopf höher hängt, damit wir Static wenigstens 7-8 cm hier haben. Das war dann hier mit dieser 4-in-1-Anlage. Das Problem ist, wir hatten Static dann zwar unsere 7-8 cm eingetragen, aber wenn das Ding halt dann auf 0 bar runtergeht und das sind mehr wie 6-7 cm, wo er weiter runterkommt, hat halt einfach der Auspuff vom Boden geschliffen. Und deswegen haben wir jetzt hier eine elegante Lösung. Grüße gehen nochmal raus an Heiko. Wir haben uns spontan für einen, wie heißt der nochmal? Vintage Speed. Genau, Vintage Speed mit so einem 6 die Seitenrollen schienen. Ihr habt ja die Höhe gesehen, wie er jetzt da steht auf 0 bar. Dafür musste man quasi nur jetzt hinten den Rahmen ändern. Wenn man jetzt noch tiefer will, also dass das Ding wirklich komplett am Boden liegt, was jetzt als nächstes im Weg ist, sind hinten die Innenradkästen, ne? Genau, also der Rahmen an sich oder das so, wie ich es jetzt konstruiert habe, würde noch viel tiefer gehen. Das Problem ist einfach nur, jetzt haben wir im Moment, ich sag mal so ein Fingerbreit Luftreifen oben in den Radkasten rein. Also wahrscheinlich sehen wir uns nach der Saison wieder und oh Gott. Und dann machen wir halt den nächsten Step. Man muss ja auch nicht alles auf einmal machen. Machen wir den nächsten Step mit nochmal ein bisschen tiefer. Ja, also ich finde das ganz gut. Dann kann sich mein Geldbeutel kurz ein bisschen erholen. Genau. Und wenn ich dann wieder ein paar Euro gespart habe, machen wir weiter. Weil jetzt, wir haben vorne quasi die Tabs drin, ne, diese Erhöhung vom Radkasten. Das wäre jetzt hinten auch notwendig, um einfach ja, den Reifen den Freiraum zu geben, dass er auch nach wie vor rollt. Das bringt ja nichts, wenn er auf 0 bar am Blech anliegt. Dann war es das schon wieder mit legal. So rollt das Ding noch. Und also man braucht nicht sagen, das Ding wirkt schon. Also wir stellen die nachher nochmal runter, machen auch eine Probefahrt. Das wirkt jetzt schon ganz anders, dieser Wagen. Und ja, wenn ihr Bock habt, das zu sehen, wenn wir da nochmal rumschneiden, also das könnte wahrscheinlich dieses Jahr noch passieren. Gestern getüfft und ja, in 3-4 Tagen los nach Hannover auf Achse mit diesem Fahrwerk, neuem Auspuff und einem vollen Fahrzeugschein. Da freue ich mich drauf. Schaut mal, wie hoch der Wagen jetzt einfach kommt. Ne, wir sind jetzt irgendwo, keine Ahnung, 7-8 bar wahrscheinlich drin. Kommst über jeden Acker drüber mit dem Ding. Das hier sind die Schablonen gewesen für den Rahmen, oder? Das ist der neue Rahmen im Perfekt. Den kann man ja mal kurz zeigen, dass man mal sieht, wie sowas aussieht. Im Endeffekt. Und das wird alles erst, bevor man den Rahmen rausmacht, kommt der neue Rahmen rein und dann wird erst der alte rausgeschnitten, dass tatsächlich am Auto nichts passieren kann. So würde das Ganze dann drüber gestülpt und wenn dann der originale Rahmen, den wir da vorhin kurz gezeigt haben, rausgeschnitten ist. Der wäre dann quasi hier. Genau, ja. Der würde hier eingeschlafen und dann kommt Deckel drauf. Der Deckelchen noch drauf, so wie es jetzt in deinem Auto schon drin ist. Also ich meine, damit habe ich jetzt tatsächlich nicht das Rad neu erfunden. Das machen natürlich auch andere oder habe ich auch früher schon gemacht, aber halt nie mit einer Prüfung. Crazy, ich bin froh, dass du es hingekriegt hast, vor allem an meinem Bus. Das ist ja dann quasi einer der Ersten, kann man fast sagen. Nee, das ist der Erste. Der Erste. Der erste legale, rahmenbearbeitete Airride T2-Bus. Gefällt mir. Könnte ich mich dran gewöhnen. Okay, wir haben ihn mal aus der Halle rausgefahren, sind hier kurz ums Eck an einen schönen Spot. Jetzt präsentiere ich euch nochmal auf 0 bar meinen T2-Bus und dann machen wir noch eine kleine Probefahrt, wie er jetzt fährt. Die richtige lange Probefahrt, die machen wir ja schon in ein paar Tagen. Wie viele Kilometer sind es? 700 oder so von mir, glaube ich. Von dir vom aus. Bodensee fast 700 Kilometer auf Achse mit diesem Wagen. Ich freue mich drauf. Luftfahrwerk, erster Fahrtest, hört sich sehr angenehm, wirklich. Und das ist sogar härteverstellbar vorne. Und jetzt mit der Einstellung wird er es auch gar nicht mal anfassen. Also ich fahre den jetzt erstmal so, weil ich habe das Gefühl, also ich merke jetzt nicht so einen großen Unterschied zu davor. Also weder härter noch wesentlich weicher. Und ich war eigentlich davor auch schon recht zufrieden, wie er gefahren ist. Und ich denke, wir werden die lange Fahrt nach Hannover auf jeden Fall mal genau so antreten. Wir sind jetzt in der eingetragenen Fahrhöhe, so ist die Spur auch eingestellt schon. Ich bin happy. Also ich denke, das klappt jetzt. Wir fahren mal zurück, wir laden das Ding auf und vielleicht zeigen wir euch davor noch kurz den Tank. Der ist nämlich auch schön versteckt worden. Der ist unter der Rücksitzbank. Ja, sobald wir ankommen, seht ihr das noch kurz. Und dann geht es für mich aber auch schon
wieder 4 Stunden Heimfahrt, Freunde. Aber es kann einfach wieder, endlich mal wieder Bus fahren, ne? Ja, ist schon. Das ist es einfach, Freunde. So, kurzer Zeitsprung, Freunde. Ich habe den Bus geladen, bin auch schon wieder auf dem Heimweg, wie ihr seht. Gigantische Abendstimmung hier. Super romantisch mit meinem T2-Bus hier, der übrigens jetzt auf voller Höhe vom Luftfahrwerk ist. Somit kam ich auch ohne Bretter auf meinen Anhänger. Das ist auf jeden Fall schon mal ein positiver Nebeneffekt. Natürlich neben dem Fakt, dass das Ding jetzt auch geil am Boden liegt. Aber ich wollte euch ja noch zeigen, wie der Ausbau hier realisiert wurde. Das heißt Tank, Kompressor und so weiter. Also hier drin, ne, gemütlich wie immer. Was sich aber geändert hat, ist hier unter dieser Rückbank, da hatten wir ja bis jetzt immer einen Stauraum. Der ist jetzt nicht mehr. Wir haben hier den relativ langen, aber dafür dünnen Lufttank. Der passt hier nämlich perfekt rein, sodass du die Bank noch schließen kannst und nichts anstößt. Wir haben hier den Kompressor versteckt. Unsere Pumpwerksteuerung super elegant und versteckt vor allem. Denn ja, das ist das erste Mal, dass wir keinen coolen Show-Ausbau gemacht haben. Hier wollte ich den Platz behalten und den Innenraum möglichst clean gestalten. Und es ist einfach ein mega geiles Gefühl, diesen Bus jetzt wieder bei mir zu haben. Denn es war zwar Winter, aber trotzdem habe ich den Bus jetzt bestimmt 4 bis 5 Monate nicht mehr gesehen und nicht bei mir gehabt. Emi hat es gesagt, es war eine sehr lange Tortur mit den ganzen Eintragungen, mit den ganzen TÜV-Terminen. Das war ja wirklich, es gibt keine Papiere oder irgendwas. Das war jeder Schritt, der gemacht wurde, musste davor mit dem TÜV abgesprochen werden und danach vom TÜV begutachtet werden, bis es weitergehen konnte. Angefangen von der Vorderachse bis zu den Luftbelgen bis hin zum Rahmenbearbeiten. Bin super froh, dass es so knapp vor Maikiff-Treff noch geklappt hat. Lasst auf jeden Fall ein bisschen Liebe beim Emi, bei JJ Vintage und bei Null Bar da. Vielen Dank für diese gigantische Zusammenarbeit. Ich denke, wir haben uns nicht das letzte Mal gesehen. Was ich euch zum Schluss aber noch sagen kann, ist, dass ihr das nächste Video kommenden Montag auf keinen Fall verpassen solltet. Es ist ein sehr, sehr, sehr spezielles Video, ein sehr emotionales Video, was mir auch sehr viel bedeutet und euch, zumindest den ein oder anderen, definitiv vom Hocker hauen wird. Schaltet also wieder ein. Danke, dass ihr heute dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich über eure Kommentare. Ein Like zu dem Video und Abo, falls noch nicht passiert. Macht es gut und ciao. Vibes here.